Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind. So, ich habe mal alle Düngermissionen abgegeben und habe hier auf Feld 19 mal hier die Ränder ein bisschen abgearbeitet. Hier ist bis auf, ja, sag ich mal, da noch ein bisschen, hier noch ein bisschen, aber ich nehme an, das ist so okay. Da kriegen wir auch nicht viel mehr zusammen. So, ich bin jetzt wieder auf dem Weg Richtung Depot, um den LKW zu entleeren. Um dann uns vorwiegend jetzt erstmal um diese Mission zu kümmern. Er hat schon wieder einen vollen Korntank. Wo ich nur das Problem sehe, der Kartoffelernter ist so gut wie kaputt. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Einfluss auf die Mission hat, dass er weniger erntet. Aber ich kann ihn nicht reparieren, auch wenn ich es, weil ich kann hier auf die Garage gehen. So, gemietete Fahrzeuge. Ja, ich habe keine gemietet. Ich habe nur die Geräte, die der uns zur Verfügung gestellt hat. Und die kann ich nicht reparieren. Also gehe ich mal von an aus, dass ich mit denen einfach weiterarbeiten muss. Oh, ich habe 50%. 49. Und wir sind ja schon einige Folgen dran, das Feld abzurupfen, aber mit 71.000. Und was wir hier noch rausbekommen mit Kartoffeln, ist ja nicht zu verachten. Vielleicht können wir gleich noch mal eine andere annehmen, eine kleinere Mission. Damit wir hier auch immer zügig abfahren können. Viele Missionen ist ja ganz okay, aber wenn wir dann hier unsere Arbeit hier auf diesem Feld vernachlässigen, kommen wir hier auch nie voran. Oder immer hinten anstellen. Gucken, was gibt es denn für Missionen. Sehen. Oh. Feld 16. Ernten. Nochmal eine Drescher-Mission, Grubbern, Ernten. Ja, wir machen gerade Kartoffeln. Ballen pressen. Ach, das, sowas habe ich noch nie gemacht. Und nur für 4000, Feld 22. Das ist ein Feld 22. So, 20, 21, 22. Da Feld pressen. Oder Ballen pressen. Aber was gehört dazu? Nur das Feld? Das ist nicht so klar definiert, was der und wie viel Ballen wir da hier im Mischfutterfabrik. Trockner ist, ja, da müssen wir noch schwadern, wenden, dann pressen und dann noch zum, nee, und das für 4000. Gerätekosten, ja, Gerätekosten sind günstig, aber 18 Ernten, 13 Flügen, transportieren und das war's. Sehen ist eigentlich auch nicht schlecht.
Aber dann müssen wir immer Saatgut kaufen. Feld 16 ist das große Feld unten. Feld 18. Da unten das. Ich kann mich noch nicht irgendwie entscheiden. Hier da jetzt einen ganz kleinen Streifen stehen lassen. Okay. Kann ich, glaube ich, mitleben. Ja, hier vorne habe ich auch den größten Teil schon mal weggemacht. Hier lässt er jetzt wieder was stehen, aber das ist, wenn wir damit einmal vorbeiziehen, auch entfernen. Was hast du uns noch zu übergeben? 5000 circa. So. Dann schauen wir mal weiter. Auch zum Depot bringen. Feld 10. Feld 10 ist hier oben. Ist, glaube ich, eingezäunt. Kann das sein? Ja. Ja, wenigstens diese Seite ist es eingezäunt. Aber wir haben sonst nichts. Nichts, was schnell geht. Oder? Komm, wir machen mal hier die Grubber-Mission. Ausleihen. Machen wir das mal. Feld 20 ist ja direkt hier vorne. Das können wir zwischendurch immer wieder machen. Ist ja hier das kleine Feld hier links. Ach, der macht das ja richtig fix. Mit 16 km/h. Alle Achtung. So, dann fahren wir hier nochmal einmal zurück. Fahren wir dann an der Straße nochmal vorbei. Und dann sollte er das eigentlich komplett selber machen können.
haben wir noch ein bisschen Zeit. Zurück. Und dann sollte der eigentlich hier alleine zurechtkommen. Dann kriegen wir das Stückchen auch noch weg. Und Abmarsch. Ja, bekommt alles weg. Gut. Der ist bei 80%. Gut, das kriegen wir noch hin. So. So, ja, der wird jetzt ganz kaputt, also, und ich habe keine Möglichkeit, den zu reparieren. Ne, werden mir ja nirgendwo angezeigt, die Fahrzeuge, hier nicht. Keine Chance, die zu reparieren. Ja, wir machen einfach weiter, würde ich sagen. Was anderes, die Mission jetzt abzubrechen, wäre ja noch fataler. Und der muss ja noch 50% machen. Er hier. Hier fährt er durch. Hoffentlich. Ja. Sieht gut aus. Waldreis ist das. Mhm. Aber dann brauchen wir kein Vorgewinde. Und hier sieht es auch gut aus. Da haben die zwei gelangt, die wir gemacht haben.
Das macht ja alles weg von alleine. Brauchen wir nur noch abgeben. 39%. Ja, so sehe ich gar nichts. Also schauen nach einer Mission, die wir machen können. Feld 6 ernten. Da oben das. Hier ist der Händler. Irgendwas mit Feld 3 oder 2 vielleicht. Ja, pflügen. Feld 2 würde ich ungern pflügen wollen. Komm, wir machen die 10.000 Geräte ausleihen. Der arbeitet alleine. Oh, gibt's sogar einen LKW für. So, einmal hier rum. Dann vernehmen wir hier den Feldweg. Das war knapp. Hier links oder noch? Ich fahre mal weiter. Können wir mal rundum leuchten anmachen. War das immer schon so ein Zickzack-Kurs hier? So, da sind wir doch gleich. Einmal hier rum. Dann können wir hier gleich loslegen. Ausklappen. So. Warum hast du die Arbeiten beendet? Thank you.
weil die Straße so nah ist, oder? So, jetzt fährt er. Frage, wie lange? Wie weit bist du? Können wir abtanken? Weil wir werden jetzt wahrscheinlich gleich nochmal auf den Drescher springen müssen. Einmal abladen. Oder überladen. Noch fährt er. Gut, viel Volumen kommt nicht so bei rum. Das geht eigentlich. Gut, bei 14.000 Litern. Er hört auf, noch nicht. Komm mal ruhig bis zum Ende. Ah, nicht ganz. Können wir mit dem LKW nachkommen? Was ja auch immer für ein Akt ist, auf deutschen Straßen mit so einem amerikanischen Truck. Ich fahre auch durch, ganz durch. Komm, noch ein Stück. Der braucht wirklich beide Fahrspuren, um in die Kurve zu kommen. So, und hier sind wir bei Feld 6. Können wir den hier am Rand stehen lassen. Wenn der Drescher vorbeikommt, abtanken. Ich hoffe, das passt so. Der fährt zurück. Das soll aber nicht. Kann hier noch mal das Stückchen mitnehmen. Bei 30%, das ist okay. Oh, der LKW steht im Weg.
nur ein bisschen Zeit haben. Aber da vorher noch rum. Dann direkt sofort abtanken. Ja, passt. Könnte alles wegnehmen. Alles weg. Wir sind immer noch nicht 50% voll. Oh, Feld 20 ist fertig. Das ist gut. Wie weit geht denn das Rohr raus? Wahrscheinlich immens weit. Ja. Boah, ist das ein Rohr. Hätte ich auch auf einer Straßenseite stehen können. So, dann machen wir hier mal den Helfer rein. So. Die können wir abschließen. Zack. Zwar nur 853 bekommen, aber gut, da haben wir ja kaum was gemacht. So, wir haben 2 aktiv, das reicht. Leitplanke haben wohl auch. Stören ihn auf jeden Fall nicht, das ist schon mal sehr gut. Jetzt nur mal gucken, wie weit er kommt. Oh, er hört da schon auf. Ne? Noch nicht, noch nicht. Mhm. Ich nehme doch jetzt mal raus. Ich werde dann noch mal vor Gewinn noch einmal was machen. Ich glaube, sonst so, hier noch mal einmal dran längs. Können wir den vielleicht einmal abtanken? So, fahren wir hier mal ganz außen.
bekommen. So, jetzt. Ich will mal schauen, wann er wieder ansetzt. Eigentlich soweit ganz gut. Aber ich nehme trotzdem mal raus. Er soll mir hier nochmal das wegmachen. Dann machen wir, lassen wir den über die lange Bahn laufen. Ich komme sofort. Wo stehst du? Da vorne. Zu weit weg. Ja, scheint doch so. So, der ist am Ende. Nehmen wir den mal raus. Dann fahren wir hier nochmal. Und lassen ihn jetzt hier immer vor und zurück. Das soll es aber schon wieder von dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet nächsten Mal wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.